Also, die Damen von heute möchte ich begrüßen, die manchmal diese leichte Symbolsprache von etwa den Minnesängern falsch interpretieren könnten, weil sie dieses Feingefühl, dieses Einfühlungsvermögen nicht so stark ausgeprägt haben, entfalten konnten durch die moderne Welt der Fabrik an Akademien, die irgendwie immer auf Geld aus sind. Ich habe heute wieder aus dem steirischen Raum mehrere Sommerakademie-Beiträge geschaut. Das ist wie ein Schlachtfeld, verstehst? Da geht es wie Blut, wie blutrattig, also wie Kannibalen. Und ich möchte als ein Denker, als Informatiker noch einen kleinen Beitrag über das Ulrich von Liechtenstein, diese Hochadelsgeschlecht der Minnesänger geben, der auch Unsmarkt und Liechtenstein, also die Herrschaft, innehält über Jahrhunderte, was er gemeint hat, zynisch. Er hat gemeint, die Frau sei so wie eine weiße Knospe, eine Rosenknospe, so hold und begehrlich. Das hat er nicht gemeint, dass sie billig sei, weil sie nur so klein sei und nicht 70 Kilo fleischiges Speck mit Blut und dass sie braucht 2 Kilo Fleisch und Blut täglich und Kerosin viel, verstehst? Er hat es nicht wollen herunterstellen. Er hat gemeint, es sei eine kleine Knospe, die weiß sei mit Tautropfen und knuspriger als alles. Also das darf die Frau nicht als missbilligend, als Entwürdigung betrachten, verstehst? Eine Marzipanknospe mit Taufrisch und mit Gänsehaut für lauter Knabrig, verstehst? Das ist nichts Schlechtes. Und heute ist es so, in diesen Sommerakademien der Landbevölkerung, die ich heute angeschaut habe, die Beiträge auf YouTube, da wird wie kannibalistisch so ein inzestuöses Gespräch, Suggestivfragen, narzisstischerweise wie monologistisch ein Dialog geführt. Die sprechen dann mit sie sich gegenseitig an, aber man weiß genau, dass sie hinterhältig sind und sich selbst gegenseitig schon mehrmals geschustert haben. Das erkennt sofort ein Psychiater oder ein Informatiker, verstehst? Dass das alles eine falsche Batterie ist, die nur auf Geld der anderen aus ist, die geschwächt sind. Also die nicht in diesen Kuranstalten sind, in St. Maurice, die nicht gerade dort dabei sind und die, wo sie sich schon im Sommer in Fabriken von Akademien, die jungen Weiber, mit den Lehrern und Pädagogen vorbereiten, wie sie den alten Menschen wieder das Geld aus der Kohle ziehen können. Und die anderen dazu bringen können, ihre eigenen Kinder abzuschlachten und zu höhnen dabei, während sie 50 Jahre kein Geschlechtsakt haben, aber 30 Jahre in der Fabrik niedergeprügelt werden. Bei Stinkstoffen. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Und ich sagte, das schaut dann so aus, diese Fabriksakademien im Internet von diesen jungen Magister, Landbevölkerung, so ein Einzelkind, weißblond Kinder, Besitzerin, mit Mutterkreuz, mit Schizophrenen, schaut so aus, als würden sie vorbereiten, ganze Stapel, Keller und Dachboden volle DVDs mit Grundsatzbedingungen, dass der Mann, so wie ich, battlen muss vor ihnen in der dritten Generation um Lebensrecht, dass ich vielleicht 200 Kröten Grundsicherung kriege nach dem Nobelpreisträger-Titel, verstehst du, und 5 Doktorat in Geisteswissenschaft, verstehst? Also die bereiten sich vor in Kriegsakademien von Fabriken, dass sie mich anraten dürfen. Und da muss ich sagen, auf diese Packerl von DVDs scheiß ich drüber. Du kannst das selbst in den Arsch kleben, verstehst? Das ist wie ein Kriegsverbrechen Rattenstall aufgebaut. Das ist keine geschlossene Gesellschaft, sondern es ist eine demütige, verbrecherische, unmögliche Art, dem anderen zu begegnen und ihn abzuschlachten sozusagen.